Denke ich an Europa, denke ich vor allen Dingen an Frieden und an unsere demokratischen Grundwerte. In den letzten Jahrzehnten ist es gelungen, in Europa dauerhaft Frieden zu erhalten. Jeden Tag wieder dafür zu kämpfen, ist aber eine der dringendsten Aufgaben, die die EU und Europa sich stellen. Mit 28 Mitgliedstaaten und über 500 Millionen Einwohnern, die die EU heutzutage verzeichnet, ist es nicht immer leicht, einer Meinung zu sein. Aber es ist wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen und über die Dinge, die gemeinsam geregelt werden müssen, das auch zu tun. Sich gemeinsam an den Tisch zu setzen und über die Dinge zu verhandeln. Gerade hier im Pasewalk, im grenznahen Raum, mit der Großstadt Stettin vor der Tür, spüren wir das fast täglich, wie wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen und gemeinsam zu arbeiten. Bei unseren Planungen versuchen wir auch nicht an die Grenze zu denken, sondern großräumig zu denken. Stettin als unsere Großstadt hier in der Nähe, dort ist es wichtig, dass wir gemeinschaftlich die Dinge beraten, dass die Verkehrsanbindung grenzüberschreitend funktionieren, dass der kulturelle Austausch miteinander funktioniert und dass auch die wirtschaftlichen Aktivitäten miteinander gut funktionieren. Und daher ist es wichtig, in der größten Wirtschaftszone, die die EU darstellt auf der Erde, gemeinschaftlich die großen Rahmenbedingungen festzulegen, daran festzuhalten und gemeinschaftlich daran zu arbeiten, dass wir miteinander die EU und Europa weiter voranbringen können.